gonna take on the world. Gibt es noch gute Nachrichten in diesen Zeiten? Ja, es gibt sie und ich freue mich, dass ich euch endlich einmal etwas Gutes mitteilen kann. Und zwar eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes, das ist das oberste Verwaltungsgericht im Freistaat. Und das hat tatsächlich entschieden, jetzt Achtung hinsetzen, vor allem die Corona-Hardliner, für die ist das ganz schlimm, die haben entschieden, dass die Quarantäne wegen Kontaktpersonen rechtswidrig war. Zwar in einem ganz konkreten Fall, aber das Urteil hat eine viel größere Tragweite. Worum ging es? Zwei Schüler mussten unter Hausarrest, also eingesperrt werden, weil ein Mitschüler positiv getestet war. Anweisung vom Landratsamt. Die Eltern haben dagegen geklagt und die haben jetzt Recht bekommen. Das ist phänomenal. Weil in erster Instanz das Augsburger Verwaltungsgericht natürlich dem Staat Recht gegeben hat, einen Eilantrag abgelehnt hat, dann auch im ordentlichen Verfahren gesagt hat, das geht schon richtig und das oberste der Verwaltungsgericht. Das Stoßen gegen das Mikrofon hatte seinen Vorteil, weil dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es nicht korrekt verkabelt war und jetzt habt ihr einen besseren Ton. Aber jetzt zurück zu dieser Entscheidung. Ja, sorry nochmal, aber die Technik, ich mache es eben alleine. Dafür müsst ihr auch keine Gebühren bezahlen und keine Steuergelder gehen an mich. Und der Anwalt Mario Bögelein, der das Ganze durchgesetzt hat, der sagt, das hat eine große Symbolwirkung und auch eine große Relevanz, weil es natürlich eine sehr hochrichterliche Entscheidung ist. Und ich denke, Millionen Bundesbürger, die sich aufgeregt haben, die sich ungerecht behandelt gefühlt haben wegen dieser Quarantäne, die können jetzt eigentlich dankbar sein dem Gericht, dass jetzt wirklich mal hochrichterlich, noch nicht höchstrichterlich entschieden wurde, dass das Ganze nicht ging, dass sie also mit ihrem Gerechtigkeitsempfinden doch Recht haben. Kann natürlich sein, dass das Ganze noch gekippt wird vom Bundesgerichtshof, kann ich mir durchaus vorstellen, aber es zeigt, der Rechtsstaat zuckt noch. Es sind auf der einen Seite sehr viele Richter, Staatsanwälte, die stramm auf Linie sind, wo ich ganz ehrlich sage, wo ich mich schäme. Ich dachte, in Deutschland sei man da gefeit gegen so etwas nach zwei Diktaturen, aber nein, sehr viel politische Justiz, aber umgekehrt gibt es auch noch die Richter, die in meinen Augen nach Recht und Gewissen, nicht nach Zeitgeist und politischen Vorgaben entscheiden. Ich habe das ja auch persönlich erlebt, wie ich gegen den Gensing vom ARD-Faktenfinder gewonnen habe. Ganz tolle Entscheidung vom Gericht und ich muss sagen, es gibt noch diese Richter, die so sind, wie ich mir das immer vorgestellt habe, aber ich habe den Eindruck, dass sie in einer großen Minderheit sind. Aber wenn das Ganze mal aufgearbeitet wird, wenn wir eine Vergangenheitsbewältigung haben, dann müssen wir auf solche Richter in meinen Augen zählen. Ja, also diese gute Nachricht, der Rechtsstaat zuckt noch und die Quarantäne war auch nach Ansicht von hohen Richtern so nicht hinnehmbar. Das wollte ich euch nicht vorenthalten und sorry für die Probleme mit dem Mikrofon. Wir arbeiten dran. Fehler machen wir alle. Solange es nur solche Fehler sind, glaube ich, dass ihr mir die verzeiht. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Ciao. Reinschauen, abonnieren, dabei bleiben. Ciao.